Na, sollen wir sie noch mal rauslassen? Was meint ihr, hä? Du wieder, warum bist du hier? Es bedeutet selten etwas Gutes, wenn sich jemand dem Gott der Pferde nähert. Sag mir, was willst du? Du kümmerst dich um deine Pferde, sie scheinen alle wohl auf zu sein. Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinen Pferden ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden. Lebe es in vollem Galopp bis zum Ende. Ja, also für alle, die den letzten Part eventuell nicht gesehen haben, das ist die sogenannte Pferdegottheit Marlon. Kann man für 1000 Rubine aus der Knospe befreien. Befindet sich übrigens hier unten. Beim See des Pferdegottes ist hier die Brücke des Pferdegottes und hier ist der Marlons Quelle. Genau hier ist es. Und für 1000 Rubine kann man sie befreien und dann hat sie tatsächlich die Fähigkeit, verstorbene Pferde wieder zurück ins Leben zu holen. Aber bis jetzt habe ich nur zwei Pferde und denen geht es beiden noch gut. Epona und mein erstes Wildpferd, was ich mal registriert habe, die leben beide noch. Deswegen kann ich ihre Dienste auch gar nicht benutzen, nicht in Anspruch nehmen. Aber einfach damit ihr das nochmal gesehen habt, wie abgefahren, krass, verrückt die aussieht, befindet sich halt eben hier. Und das ist jetzt wirklich die letzte. Ja, ich meine, kann man nicht wirklich direkt große Fee, kann man es nicht nennen, weil die ja gar nicht so aussieht wie eine große Fee. Und die ja mit denen auch gar nichts zu tun hat in dem Sinn. Es ist halt wirklich eine Pferdegottheit. Und ja, jetzt kümmere ich mich mal um, genau, hier, Ostnikluder. Ich will hier hin, auf den sogenannten Thermepass. Denn hier, ich glaube, hier war ich schon vor langer Zeit mal, ich weiß nicht, in welchem Part das ist aber schon sehr, sehr lange hier. Kann ich mich schon kaum mehr daran erinnern, wann das war. Und zwar hier, auf dem sogenannten Schuppenkap befindet sich der Mojimbo-Schrein mit einer mittleren Kraftprobe. Und auf dem Weg dahin bin ich eigentlich, glaube ich, schon mal an zwei Hinoxen vorbeigekommen. Aber es scheint ja drei zu geben und ich habe den dritten irgendwie nie gefunden. Und mittlerweile weiß ich jetzt, wo die sich befinden. Der eine ist hier beim Kutensumpf. Der zweite schläft beim Kuhansee und der dritte in den Libella-Sümpfen, Labella-Sümpfen. Libella, Labella, Labello, ist doch egal, irgendwie hier so, also die gehören alle zusammen, das sind solche Hinux-Brüder. Und hier oben habe ich gesehen, da gibt es sogar noch eine Steintafel, wenn man die anspricht, müsste man sogar noch die dazugehörige Schrein-Quest bekommen. Deswegen, ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich da am schnellsten hin? Es ist nichts in der Nähe, wo ich mich direkt hinporten könnte. Naja, wenn dann, machen wir das vielleicht doch erstmal so, weil hier unterhalb vom Schuppenkap liegen nämlich die sogenannten Palmore-Ruinen. Oder wie auch immer man die ausspricht, Palmore-Ruinen. Und hier unten scheint auch irgendwas Besonderes zu sein. Vielleicht machen wir sogar das noch vorher. Hier ist auch noch der Palmenstrand. Also ich port mich jetzt einfach mal hier hin und los! Ach ja, das ist schon wirklich lange her, dass ich das erste Mal hier oben war. Der Ausblick ist, das ist jetzt so geil hier mit dem Sonnenuntergang. Sieht echt schön aus. Wie gesagt, von hier oben aus kann man ja sehr gut diese eine, wo ist sie jetzt hier, diese eine kleine Insel da unten kann man ja auch ganz gut erkennen. Das ist nämlich die sogenannte Hatenu-Insel, wo sich der Chasuketa-Schrein befand. Das war, glaube ich ja, wenn ich mich noch richtig erinnere, meine allererste schwierige Kraftprobe. Und da hatte ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Mittlerweile ist das ja auch nicht mehr der Rede wert. Und ich weiß, wo ich auch noch immer nicht gewesen bin, ist hier auf dieser Insel mit dem Toronga-Strand und dem Kokolith-Plateau. Beides ist natürlich eine Anspielung an Link's Awakening. Da soll es auch einen Schrein geben. Nur habe ich mir auch sagen lassen, wenn man da irgendwie, da ist was ganz, ganz Besonderes mit der Insel los. Wenn man da Fuß auf die Insel setzt, dann irgendwas passiert da mit einem, also mit Link. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das dann, ja, sollte ich auch irgendwann mal machen, ist klar. Das kann ich auch nicht ewig aufschieben. Also hier kann man die Insel schön sehen. Ich glaube, es reicht sogar, wenn man einfach direkt hinfliegt mit ganz viel Ausdauer, müsste das auch klappen, dass man auf der Insel landen kann. Aber dann wird man, glaube ich, sofort wieder eine Stimme hören, dass man einer Prüfung unterzogen wird. Und das machen wir dann doch erstmal später. Jetzt möchte ich hier runter zu diesen, hier ist das jetzt nochmal, zu den Palmore-Ruinen. Da habe ich nämlich schon einen typisch stehen sehen, den habe ich aber absichtlich noch nicht angequatscht, weil ich wollte die Schrein-Quest noch nicht triggern! Ja, ihr habt geglaubt, ihr fallt jetzt auf die Schnauze, das sicher nicht. So, irgendwo hier unten, da seht mal! Da haben wir doch schon mal was.
Kalmorai-Ruinen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, ist auch völlig wurscht. Was wächst denn hier im Gras? Oder besser gesagt im Sand? Eine Maxi-Rübe. Lecker, lecker. Sehr praktisch. Aber warum sind hier zwei Plattformen? Hier müssen hier zwei Kugeln rein oder was ist hier los? So, wer zur Hölle ist denn das hier vorne überhaupt? Hallo, wer bist du? Bist du... Okay, da bist irgendein Typi und... Moment mal! Was ist... Nee, das gibt's... Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch nicht etwa... Jo, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken versunken. Kann ich dir mit etwas helfen? Was machst du da? Ah, ich war gerade damit beschäftigt, diese Steintafel zu untersuchen. Dieser Ort fühlt sich sehr spirituell an, oder? Mir gefällt es hier sehr und ich komme oft hierher. Ich habe kürzlich entdeckt, dass eine Art Schrift in die Steintafel eingraviert ist. Also habe ich mit meiner Untersuchung begonnen, um die Bedeutung herauszufinden. Ich helfe dir. Oh, du bist also genauso wissbegierig wie ich. Diese Steintafel war einst weitaus größer, doch sie wurde von dem Erdbeben vor einer Weile zerstört. Also, wenn du wirklich helfen möchtest, könntest du dann nach den verstreuten Steinfragmenten Ausschau halten. Diese Fragmente müssen die gleichen Gravuren aufweisen wie diese Tafel. Wenn du ein Fragment findest, könntest du es mir zeigen. Ein Bild davon würde mir schon reichen. Ich bleibe hier, um diesen Teil der Steintafel weiter zu erforschen. Ach ja, eines noch. Nachts leuchtet die auf der Tafel eingravierte Schrift in einem gruseligen Licht. Also sollten die Fragmente nachts sehr viel einfacher zu finden sein. Eines der Fragmente sollte hier in der Nähe sein. Das solltest du zuerst suchen. Die Summe der Teile. Okay, die Summe der Teile. Okay, mal aktiv geschalten. Garini möchte erfahren, was auf den fehlenden Fragmenten der Steintafel steht. Er möchte, dass du Bilder von den über das Land verstreuten Fragmenten aufnimmst, solltest du sie finden. Tja, große Frage ist natürlich, wo sind die anderen? Und hier sind tatsächlich recht zwei solche Plattformen, aber... War das Ding hier? Ich meine, bitte... korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber... Das sieht für mich ein bisschen aus wie der Schattenspiegel aus Twilight Princess mit ganz viel Fantasie. Das kann doch gar nicht sein, der wurde doch... Wie gibt's denn das? Der wurde doch zerstört. Das ist unmöglich. Das wird wahrscheinlich... Das ist niemals der echte. Das wird eine... das wird nur eine Replika sein. Nur eine Nachbildung. Das ist niemals das Original. Never ever. So, aber was willst du denn hier? Verpiss dich! Jetzt natürlich, weil Nacht ist, kommen immer mal wieder Knochengegner raus aus dem Boden. Aber das stört mich jetzt auch nicht so sehr. Es ist jetzt eigentlich eh ganz praktisch, dass es gerade Nacht ist, weil... Dann hat er ja gesagt, da leuchtet die Schrift. Da leuchtet die Schrift auf diesen Fragmenten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es könnten tatsächlich... Das könnte eine Anspielung sein an die Spiegelscherben aus Twilight Princess, wo man den Schattenspiegel, der ist ja damals von Santo zerbrochen worden, in vier Teile, und die musste man ja dann auch suchen. Das kann durchaus Easter Egg-mäßig eine Anspielung daran sein. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nichts daran glaube, dass das wirklich der echte ist, weil das kann nicht sein, ja? Selbst wenn Breath of the Wild tatsächlich in derselben Timeline spielen sollte. Jetzt hatte ich schon, was ist das da vorne? Da geht einfach nur der Mond auf. Hat jetzt gerade ein bisschen komisch ausgesehen. Ja, also, selbst wenn das in derselben Timeline spielen sollte wie Twilight Princess und das ungefähr, was weiß ich, 10.000 Jahre später, kann das unmöglich trotzdem der echte Schattenspiegel sein, weil wir wissen ja alle, am Ende der Story von Twilight Princess hat Midna, die wahre Herrscherin ihres Volkes, den Spiegel komplett zerbrochen. Also die hat den regelrecht in 1000 Splitter zerbröselt. Da ist nichts mehr davon übrig. Auch wenn sie damals so gesagt hätte, ja, Link, man sieht sich. Aber ich kann mir... Ich meine, es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist halt, wie gesagt, einfach nur eine Nachbildung vom originalen Schattenspiegel. Oder, was ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich für möglich halte, dass, Midna irgendwann mal wieder zurückgekehrt ist und den Schattenspiegel wieder hergestellt hat. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich meine, sie wäre wahrscheinlich als einzige Person dazu in der Lage, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Glaube ich nicht wirklich. Das ist garantiert nur eine Nachbildung und da haben wir jetzt einfach mal eine Holztruhe im Wasser. Ja, aber... Nee, da kann aber unmöglich... Ja, danke, rutsche immer wieder ab, du Mongo. Du sollst diese
schnöde, blöde Truhe hier bitte mit einer Eissäule aus dem Wasser holen? Dankeschön, da wird nichts drin sein. Die werden alle auf der Oberwelt rumliegen, diese Bruchstücke. So, mal öffnen, was ist hier drin? Oh, 50 Rubine nehme ich gerne mit. Ich habe hier so wenig Geld, ne? Aber wo bitte sind überhaupt die anderen Stücke? Sie hat gemeint, eins davon ist in der Nähe. Also ich sehe jetzt im Moment überhaupt noch nichts. Keine Ahnung, wo hier. Vielleicht leuchtet das sogar mit dem... Naja, wohl, wenn man es nicht stoppen kann, wird das nicht aufleuchten. Wird wahrscheinlich eher in der Richtung wo sein. Das ist jetzt ein ziemlich großes Areal, was wir hier erkunden können. Da drüben ist auch noch Strand. Da könnte auch was sein. Aber ich finde das trotzdem geil. Also wenn das keine Anspielung an Twilight Princess ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist es definitiv. Definitiv. Es ist garantiert nur eine Nachbildung, aber es ist auf jeden Fall auch eine Anspielung dran. Es ist ein Easter Egg. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, der originale Schattenspiegel in Twilight Princess befand sich ja mitten in der Gerudo-Wüste. Und wir sind jetzt hier am Strand, wir sind am Meer. Also das passt alleine von der Location gar nicht. Es sei denn, die hätten dir die Spiegel irgendwann wegtransportiert. Aber wie gesagt, der ist ja sowieso im Arsch. Also der geht so und so nicht. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch völlig irrelevant. Die Fledermäuse sind ein bisschen lästig gerade. Hauptsache meine Wächterachse zerbricht gleich. Nö. Die hat ja auch nicht doppelte Haltbarkeit oder sowas Cooles. Wo könnte denn jetzt hier so ein Stück sein? Ich sehe hier nichts. Er hat nur gemeint, dass das leuchtet in der Nacht. Die Schrift leuchtet in der Nacht. So, Schwertkram. Kann man mal die ganzen Kram einsammeln. Die entkommen mir sowieso nicht. Er hat aber gemeint, in der Nähe. Also das kann doch von seinem Platz gar nicht so weit weg sein. Wenigstens regnet es im Moment nicht. Dann ist die Sicht nicht ganz so bescheiden. Nein, das Problem ist ja, ich glaube, das, wovor er steht, kann ich ja mit dem... Ne, ihr seht doch, das leuchtet ja sowieso auch nicht auf. Also das bringt mir gar nichts, wenn ich hier versuche irgendwie... Das Ding ist nicht aus Metall. Das ist definitiv aus Stein. Tja. Wo könnte das eine Stück sein? Also eins davon. Ich weiß nicht, es werden wahrscheinlich... Naja, so wie das aussieht, es könnten durchaus noch drei weitere sein. Das würde dann nämlich auch wieder mit Twilight Princess zusammenpassen, weil der Schattenspiegel damals in vier Teile zerbrochen war. Einer war noch da und die anderen drei musste man suchen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo die jetzt sind. Also da könnte ich mich jetzt wirklich, wenn ich Pech habe, mich dumm und dämlich suchen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch wirklich nicht. Woher soll ich wissen, wo das ist? Da oben... drauf auf der... Nee. Ist ja die Frage, wo sind die hingefallen oder bei dem Erdbeben hingefallen, hingerutscht, was auch immer. Er hat nur gesagt, die Schrift leuchtet in der Nacht. Das heißt, wenn es jetzt Nacht ist, müsste man das doch besser erkennen können. Oh, hier haben wir mal wieder so einen fetten... Ich glaube, den habe ich noch nie fotografiert, oder? Kann das sein? Ein Sumpfbüffel. Ganz schön dick. Aber schönes Foto. Wenn auch nicht von vorn, aber das macht nichts. Le Sumpfbüffel. Ein wildlebender Büffel mit robusten Hörnern, die sich hervorragend zu die Hilfe nähert. Die Demonstrierer hat den Oku, wurde mit Hilfe einer selektiven Auswahl geeignetes Sumpfbüffel gezüchtet. Delikates, hochwertiges Fleisch macht die Sumpfbüffel zu einer beliebten Silfe-Jäger. Der Luxuswild. Ja, ich könnte jetzt zu fließen das Vieh erlegen, aber nö. Ich lasse ihn mal in Ruhe, der tut mir ja nichts. Der tut mir ja nichts. Richtig fies wäre natürlich, wenn ein Stück ins Wasser gefallen wäre. Das wäre echt fies, weil das würde ich dann nicht sehen. Lecker Fisch. Was haben wir denn hier alles? Okay, Maxi-Barsche. Mensch, ich brauche Maxi-Barsche. Zum Kleidung verbessern braucht man tatsächlich für irgendwas. Ich glaube sogar für die Zora-Rüstung, wenn man die weiter verbessern möchte, braucht man dafür echt Maxi-Barsche. Wo ist denn jetzt hier Wart? Wahrscheinlich suche ich an der völlig falschen Stelle. Warum ist hier unten so ein einzelner Felsen? Wow. Ist das ein Ivarok? Natürlich. Was frage ich auch so blöd?
Hallöchen, Popöchen. Guana bucht Ivarok. Daneben. Ja, danke, Homie. Die Fresse, du Scheißkopf. Du Arschkopf. Wieso treffe ich den jetzt nicht? Oh nee, der hat das ja schon wieder... Oh, der hat das ja schon wieder an seinem Arsch. Du bist doch scheiße. Das finde ich immer so blöd, wenn die das nicht auf ihrem Rücken haben, sondern hier hinten dran. So. Aber wenn man ihn hier trifft, dann fällt er auch um und dann kann man das, glaube ich, etwas besser probieren. Ja. Genau, das geht auch so. Hat der Bumse gemacht und unten ist er. Zack. Wie schön der immer die ganzen Edelsteine droppt hier. So Bernstein. Ja, das passt dir wohl nicht, wenn ich hier bin. Boah, mein Bogen ist einfach schon so stark. Ich besiege den einfach mit Pfeil und Bogen. Und zack, tschüss. War ja gar nicht mal so schwer. Sehr, sehr viel Bernstein. Ein Rodonid, Opal, ein bisschen. Oh, Feuerstein, passt schon. Okay. Kann ich mir aber markieren? Guana-Bucht. Mach mir einfach hier so ein Ding hier. Das passt dann schon. Der kommt ja auch nach jedem Blutend wieder. Aber schade. Hier ist nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Jetzt ist es schon wieder Tag. Jetzt werde ich das wieder schwieriger finden. Kann natürlich sein, dass eventuell dort vorne was ist. Weil warum ist das da überhaupt? Da ist ein Lagerfeuer, da ist auch wieder... Was ist das hier überhaupt? Ist das dieses... Da war ich ja nämlich auch noch nicht. Ist das dieses Angelstift, von dem ich schon vor unzähligen Parts mal gehört habe? Das kann auch sein. Ja, ich sollte mir wieder eine Waffe ausrüsten. Weil sonst sehe ich alt aus. So, hier sind lecker Schwertbananen. Ich glaube, auch die habe ich noch nie fotografiert. Ich muss noch so viel fotografieren, das ist irre. So dermaßen viel, was ich hier noch fotografieren kann. So, Schwertbanane, batsch, und gespeichert. Richtig lecker, so. Ist aber eine eigentlich ganz, ganz nette Gegend hier. So, vielleicht ist gleich hier irgendwo so eine Scherbe. Ich nenne jetzt einfach mal Spiegelscherbe, das ist mir so, sowas von egal. Aber hier... Nee, hier ist auch nichts. Wo ist denn hier was? Wo sollen diese dämlichen Stücke versteckt sein? Jep, das ist auf jeden Fall ein Krogrätsel, aber ich bin gerade nicht hundertprozentig in den Kreis gesprungen. So. Moment, Moment. Erstmal richtig ausrichten. Und jetzt. Perfekter Kopfsprung. Und wenn man das eben in so einen Kreis aus Blättern oder Seegras oder whatever macht und da richtig schön in die Mitte reinspringt, dann kommt auch wieder ein Krog zum Vorschein. So. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass ich den gesamten Part mit der Suche nach diesen dämlichen Bruchstücken verbringen werde? Hm? Weil es einfach so ist. Weil es einfach mal so ist. Ah, das sind hier diese kleinen Ivaroks, die Babys quasi. Die kann man ja mit einer Bombe ganz leicht, boom, ganz leicht killen. Die droppen aber interessanterweise auch so kleinere Sachen, also Bernstein hin und wieder oder Feuersteinchen. Wirklich wertvolle Sachen kriegt man ja eh nur für den Großen. Aber trotzdem, kann man alles irgendwann mal verkaufen oder sonst was. Warum zum Beispiel ist da dieses eine... Seht ihr, da ist eine so eine Echse? Auf so ein... Ja, was weiß ich, der hat mich jetzt schon gesehen. Das sind aber gute Augen. Headshot! Natürlich nicht. Achso, da sind doch noch mehr. Oh, jetzt habe ich den gerade voll erwischt. So, jetzt kommen hier gerade zwei angeschissen. Oh, ein Silbern ist auch dabei. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen, nein, nicht schon wieder. Ich will das ausschalten. Ich will das gar nicht machen. Ich vergesse immer, wenn ich das aktiviert habe, dann... Ist ja egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Zack, bam, bam.
So, du bist schon mal tot. Du auch gleich. Ah, du bist der Silberne. Du bist ja der Silberne, genau. Das ist der 864 Lebenspunkte. Na, komm doch mal raus aus dem Wasser, hä? Oder soll ich... Moment mal, ich kann noch so viel sein, wenn der im Wasser ist. Habe ich Elektropfeile dabei. Ja. Yeah. Schockierend, nicht wahr? Und da ist er tot. Was für eine Flasche. So, schön alles einsammeln. Ah, Knochenbockstock. Ein Schild ist ja total langweilig. Warum ist das hier? Ist hier irgendwas Besonderes, weil die das hier so gebaut haben? Ja, hier ist nur eine normale Holztruhe. Aber auch nicht wirklich das, weswegen ich wirklich unterwegs bin. Wow, 100 Rubine. Das hat sich gelohnt, hier vorbeizukommen. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber trotzdem. Nö, schwimmen will ich jetzt hier auch nicht. Da ist auf jeden Fall kein Krog drin. Das wäre ein bisschen eigenartig. Trotzdem. Wo zur Hölle sind diese Dinger? Ich habe doch keine Ahnung, wo das sein könnte. Ist doch total blöd jetzt. Ich wette, selbst wenn es Nacht ist, wird mir das nicht viel nützen. So, Rüstungsgrabe. Wisst ihr, was eigentlich auch ganz praktisch ist, wenn ihr solche Sachen fotografieren wollt, wie die Fische oder die Krabben? Ist es einfacher, ihr habt schon mal welche, nehmt die dann einfach über das Kochenmenü in die Hand, legt die auf den Boden und macht dann Foto. Das funktioniert wirklich. So habe ich die ganzen Krabbenarten und Fische, die ganzen Fische habe ich so fotografiert, weil die unter Wasser ergeben die eh ein ziemlich beschissen schlechtes Bild. Von miserabler Qualität, aber es funktioniert tatsächlich auch so. Why not? Wer kann, der kann. Oh, nur Edelwild, ich wollte Luxuswild haben, du Mistvieh. Dann halt nicht. Wo könnte denn hier, ich meine, vielleicht suche ich, wie gesagt, auch wirklich komplett an der falschen Stelle. Ich weiß es ja nicht. Ich wundere jetzt nur, warum der eine Strand hier so... Achso, der Strand wird wahrscheinlich jetzt hier sein, dass man dann irgendwie von dort aus zu der Insel da drüben kommt. Obwohl, hier sehe ich ja nicht mal ein Floß. Soll ich da rüber schwimmen oder was? So, hier haben sich noch ein paar Bockblins, haben sich hier gemütlich gemacht. Ah, verdammt. Klappt daneben. Boom. Ja, man wirft hier nicht mit Steinen nach mir. Habt ihr das verstanden? Das macht man nicht. Die haben ja sowieso kein Benehmen. Okay, Moment. Hier ist eine... Ja, ja, ja. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Und schwuppdiwupp. Eine Truhe drin. Im Sand vergraben waren 50 Rubine. Mich interessiert jetzt nur, warum geht der Strand so weit nach dort vorne? Ist da noch irgendetwas? Außer jetzt diesem einen... Hä? Was bist du denn? Ach so! Nicht wunder, warum die Truhe Lebenspunkte hat, das ist ein Fake. Hatte ich auch schon mal Bekanntschaft damit gemacht. Wie heißen die nochmal? Ach so, ne, wenn die nicht heraus sind, dann kann ich die nicht knipsen. Egal, das sind solche Fake-Truhen. In Wirklichkeit sind das Gegner, die sich tarnen. Richtig fies. Genauso wie du. Ist aber eine schöne Aussicht auf die Insel da. Haben wir noch eine Echse im Sand. Brauche ich eigentlich, glaube ich, auch noch ein paar mehr. So Spurtechsen für weitere Aufrüstungen für... Naja, eh schon wissen, für Gewand und so. Okay, der Strand geht einfach nur bis hier, dass man unter dem einen einzelnen Stein einen Krog findet. So, was willst du hier? Oh, wartet mal. Ich glaube, ich habe hier gerade vorhin... Ist das hier so ein... Ja! Ey, wie fies, Alter, das erkennt man ja tagsüber überhaupt nicht. Der macht richtig scheiße. Tafelfragment. So,
Speichern. Perfekt. Das habe ich jetzt drin. Ja, falls man mit dem Krog noch auf dem Bild, aber das ist ja egal. Okay, also gut, dass ich hierher gegangen bin. Sehr, sehr gut. Eins habe ich gerade gefunden. Boah, das ist ja mal richtig... Wenn die so klein sind, dann findet man die ja mega schwer. Wie gesagt, die Insel werde ich ein anderes Mal besuchen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Vor allem habe ich auch gar keine Zeit mehr dafür. Ich muss, glaube ich, jetzt eh mal den Part beenden. Die anderen Tafelfragmente muss ich wohl ein anderes Mal suchen. Das geht sich in dem Part jetzt einfach nicht mehr aus. Außerdem habe ich gar keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Ah, Maximuschel ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, auch solche Muscheln, also alles, was sich nicht bewegt, was nicht funktioniert, logischerweise, wenn man so einen Schmetterling oder was freilässt oder eine Libelle, die fliegen ja sofort davon. Die kann man dann nicht wirklich fotografieren, eine Fee genauso wenig. Alles schon mal probiert, voll verkackt. Keine gute Idee, empfehle ich niemandem. Macht das nicht. Aber bei den Fischen, bei den Krabben und so, bei den Muscheln, Schnecken und so, das könnt ihr alles auf den Boden legen und dann fotografieren, ihr bekommt auch den Eintrag ins Handbuch. Finde ich aber ziemlich praktisch. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Bin ich eigentlich von selber drauf gekommen? Ich habe es einfach ausprobiert und das hat funktioniert. Da musste ich nicht mal irgendwo nachgucken. Das ist einfach, ich habe mir gedacht, hey, warum geht das vielleicht auch, wenn ich das so mache? Und ja, das tut es. Gut, gut. So, ich nehme auch nochmal so einen fetten Riesenbüffel. Boom! Ja, wird erstmal betäubt ist und dann kippt er um und weg. Oh, jetzt, ja. Nee, es ist wieder nur Edelwild. Weil Luxuswild ist auch ein seltener Drop von denen. Das ist halt das beste Fleisch. Luxuswild und Luxusgeflügel. So, da ist noch einer im Sand. Okay, das war jetzt zwar nicht das Tafelfragment, wo er gemeint hat, das ist in seiner Nähe, aber ich habe dafür trotzdem eins gefunden, was sehr weit weg ist. Und zack! Und tot. Soldaten-Zweihänder. Also, ne, davon habe ich schon ein Foto. Brauche ich dann wahrscheinlich eh nicht. Ich habe dafür jetzt auch, glaube ich... Doch, ich hätte Platz, dann nehme ich ihn halt doch mit. Es ist nämlich so, ich habe auch eine Quest in Hateno bekommen, kann ich noch ganz kurz erzählen. Die nennt sich der Waffennarr. Ein Junge namens Nebo in Hateno möchte, dass du ihm die Ausrüstung eines Kriegers zeigst. Ein Reiseschwert interessiert ihn gerade besonders, nur dumm ist, dass ich kein Reiseschwert dabei habe, doch gar keine Ahnung, ob ich jetzt finden könnte. Der läuft einfach immer durch das Dorf und spielt, glaube ich, mit irgendeinem anderen, mit einem anderen Kind und dann... Wenn man den halt anquatscht, dann sagt er so irgendwie was von wegen, hey, du Typi, bist viel unterwegs, bist ein Held und so, und zeig mir doch mal coole Ausrüstung, bla bla bla, und naja. Irgendwie so. Das ist ja schon wieder so ein Verarscher. Das ist die echte Truhe, und direkt daneben ist der Fake. Nicht mit mir, Freundchen. Und noch 20 Rubine. Ja, da kann ich mir Glück umfassen. Gut, also... Überlänge eventuell schon. Oh, es sind ja Pferde. Pferde habe ich zwar schon mal fotografiert, aber in einer ziemlich beschissenen Position. Deswegen lieber so. Ja, weil hier, ich habe einfach viel zu nah rangezoomt. Ich tue, da erkennt man ja gar nichts. Austauschen. Schönes Pferd. Schönes Pferd. Aber ich habe jetzt keinen Bock, die zu fangen. Habe auch gar keine Zeit mehr. Und hier ist die ganze Zeit ein Schrein. Ach, den hatte ich mir dann eh markiert, wo ich gehört habe, da ist einer. Das ist der mit dem gelben Licht. Da soll ich dann vielleicht mal hingehen als nächstes. Und was ist das da vorne? Aha, sieht auch komisch aus. Und vielleicht finde ich da auch wieder so ein Scherbilein. Und hier ist noch jemand. Hier ist der Gerudo. Hallöle. Hallöchen, Popöchen. Was bist... die sprechen wir im nächsten Part an. Jetzt ist wirklich keine Zeit mehr. Jetzt reicht's. Die spreche ich im nächsten Part an, diese hübsche Gerudo-Dame. Und dann vielleicht hat sie eine Quest für mich, vielleicht auch nicht. Irgendeinen Hinweis, eventuell was sie uns erzählen will. Finden wir im nächsten Part raus. Danke fürs Zugucken und tschüss.